Gut. Und dann könnte ich da hinten, das wäre ja quasi das nächste, was ich ausprobieren wollen würde. Ich würde jetzt erstmal hier sagen. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Vielleicht sogar so. Und dann können wir mal schauen, ob wir sagen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Und dann könnten wir hier sagen, vielleicht Mühle. So, und dann würde ich ja da sagen, 1, 2, 3 und 4. Dann käme da der Bäcker hin. Wenn wir denn jetzt die... Jo, genau, da ist gut. Machst du das Feld jetzt weg, oder warst du schon wieder? Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ich versuche gerade ein bisschen daran zu arbeiten, mein junger Freund. So. Da wäre eine Getreidefarm, dann wäre daneben eine Mühle. Eine Mühle ist ja für zwei Felder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Dann wäre das ja Mühle. So. Sind sie schon wieder am Leveln oder wie? Schon wieder keine Nahrung mehr. Das ist ja zum Kotzen mit euch. Es fehlt an Nahrung. Ja, das habe ich verstanden. Warum eigentlich? Ich dachte, ich hätte so geile Schiffe abgestellt. Vorher lief das doch. Habe ich jetzt wieder zu viele Bürger oder wie? Was sagten deine Route? Larrach und Metropolis. Larrach und Metropolis. Also, das hier ist Heilbeck. Das hier ist Heilbeck. Das hier ist. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Dann kann man hier auf jeden Fall jetzt eine Mühle hinbauen. Ziemlich sicher. Weil ich jetzt ja genug Ressourcen. Okay, noch nicht. Kann ich jetzt. Ich würde ganz gerne mit der Mühle anfangen. Also das nächste Mal doch wieder Rinderfarm. Gut. Jetzt hier, bitte Mühle. Dankeschön. Dann machen wir hier nochmal ein Getreidefeld hin. Dankeschön. Und dann käme da oben ein Bäcker hin. Ein Bäcker. Der wäre hier.
So. Wir sind bei 3.996 Bürgern. Das ist völlig in Ordnung. Vielleicht war es vorher ein bisschen anders. Da müsste ich mal gucken, wie viele Bürger das dann genau gewesen wären. Vielleicht hätte ich auch mal einfach die Weiterentwicklung meiner Bürger ausschalten sollen. Der Punkt ist halt der, ich möchte natürlich trotzdem möglichst gute Steuereinnahmen bekommen. So. Dann können wir dich nochmal wegmachen, dann fahren wir mit dir. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Kommt nur Alkohol. Da kommt neue Nahrung. Da kommen Stoffe. Da kommt Nahrung. So, vielleicht machen wir das mal so. Vielleicht sagen wir hier du. Nahrung und Nahrung. Und sagen bei dem anderen einfach wieso hast du die Nahrung jetzt nicht abgegeben eigentlich? Der ist okay. Wo fährt ein... Es fehlt an Nahrung. Ja. Hört halt mal auf, euch gegenseitig im Weg zu stehen. So, zack. Und dann kannst du jetzt bitte wieder weiterfahren. Dann können wir bei dir vielleicht mal sagen, lass das mit dem Highback und nimm hier alles mit. Piraten haben das Feuer eröffnet. Okay, Jungs, jetzt reicht's mir. Okay, gerade nochmal Glück gehabt. Schafft mir Schmuck heran. Ich denke, wir haben gerade ganz andere Probleme als Schmuck. Definitiv. So. Euer Volk hungert. Ja, ich weiß es doch. Den fahren wir mal weg. Der scheint mir im Weg zu sein. So, den haben wir ausgeladen, dann kann der hier rüber, den wird man mal reparieren. Gut, wenn wir dann fertig haben, dann würden wir ihn nochmal weiter... Schafft mir Schmuck heran. So. Das heißt, den da kann man jetzt eigentlich stilllegen, beziehungsweise wir können ihn sogar abreißen. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Weil wir einfach nicht genug Gold haben. So, und du? Du bist fast repariert. Schiffsreparatur beendet. Dann gehst du wieder auf Tour. So. Du kannst hier oben hingehen.
Freibeuter lauern euch auf. Okay, das war jetzt nicht so pfiffig, jetzt auch noch den Krieg mit den Freibeutern anzufangen. Hallo. Und weiter. So. Dann würde ich zu dir sagen, bitte hier hin und jetzt bitte reparieren. Und du kannst mal dahin. Du kannst jetzt endlich mal hier weg. So, reparieren. Okay, und dann schmeißen wir mal den Scheiß hier über Bord. Wenn der so wenig bringt. Gut, okay. Vielleicht sollten wir noch ein paar mehr Schiffe bauen, ne? Also, sollten wir eh. So, wie schaut es mit den Lebensmitteln aus? Gerade gut. Es hält sich im Rahmen. Die sind gleich weg. Ein Schiff wurde repariert. Dann kannst du hier mal hier runter, bitte. Du kannst dann auch dahin. Lebensmittel gehen zur Neige. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Reparieren wir dich. Sagen wir hier mal, hey, Mastbetrieb. Ich habe keinen Platz für sowas. Ein Schiff wurde repariert. So geht's da wieder runter. Bei dir übrigens reparieren wär nicht so schlecht, ne? Können wir hier ein neues Schiff bauen? Und wieder Nahrung. So. Hallo Morina. Ich bin am Überlegen, ob ich für dieses Schiff da unten... Also den würde ich ganz gerne einfach reparieren. Den würde ich ganz gerne reparieren. Zack. Wunderbar. Okay, was wir halt haben, ist mit diesem Gedönse da unten, ist halt die Verzögerung. Ein Schiff wurde repariert. Dann fahren wir weiter. Du bist noch heile, das ist gut. Schiffsreparatur beendet. Das ist auch gut. So. So, wir haben den Piraten jetzt mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Hier sollte vielleicht bald mal ein Schiff fertig werden. Irgendwann mal. So, was ist mit dem Bäcker? Der ist nicht voll ausgelastet. Ja, natürlich nicht, weil... zu wenig. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ja.
Er ist gerade so ein Drama mit der Nahrung. Kann ich da nicht irgendwo noch irgendwas machen? Also das Problem... Heibeck. Weißt du was? Völlig unerwartet. Gut, vielleicht hilft es ein bisschen was, weil die Insel scheint ja jetzt voll zu sein. Gehst du nicht nach Heibeck eigentlich? Nein. Also irgendwie, heute bin ich echt... Und wenn ich deine Route ändere, dann lad doch bitte trotzdem dein Euer Volk hungert. Zeug vorher aus. Es ist doch nicht nötig, dass du dann sagst, oh, ich muss was anderes machen. Manche Leute sind echt... immer so irgendwie so ein bisschen... Halla, halla, halla. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dieses ist halt extremst nervig. Und müßig quasi seinen Automatismen hinterher zu rennen. Ich meine, dafür habe ich ja die Automatismen, dass ihr es einfach richtig macht. Also Heibeck, Larach, Metropolis, Metropolis. Und warum ist der jetzt so leer? Da ist doch immer noch voll. Wieso fährst du jetzt nicht nach Heibeck? Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Es fehlt an Nahrung. Okay. Also, was du jetzt machst, du fährst jetzt mal da runter, gehst zu dieser geilen Nahrungsinsel. Da und du kümmerst dich da um die Nahrung. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. So, und du... Du kümmerst dich um die Stoffe. Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Das ist mir egal. Was machst du? Du bist mir an viel zu vielen Stellen. Deswegen, nee, das interessiert mich gerade gar nicht. So, du kannst dann auch weg und du kannst dann auch weg. Euer Volk hungert. So, und ausladen darfst du aber trotzdem die Nahrung natürlich. Euer Volk hungert. Wenn du welche hast. So.